2016. Dreharbeiten des ZDF dokumentieren einen gigantischen Umweltskandal. Andreas Mosjösch hat ihn aufgedeckt. Der Vorsitzende des Berufsverbands Kamjumpo e.V. ist bei Recherchen zum Thema Lkw-Manipulationen fündig geworden. In Osteuropa sollen Unternehmen bei Abgastechnik und Mautzahlungen betrügen. Das spart jährlich bis zu 2000 Euro. Doch die Lkw werden so zu unkontrollierten Giftschleudern. 2015, so fing alles an. Mit der alltäglichen Arbeit von Kamjumpo e.V. Andreas Mosjösch hilft kleinen Transportunternehmen und kämpft gegen Sozialdumping und Illegalität in der Branche. Wo er kann, hilft er vor allem den Fahrern. So, wir fahren jetzt auf den Autohof in Ostbayern, wo wir schon in der Vergangenheit recht gute Erfolge gehabt haben, wo wir eine Menge Osteuropäer treffen werden. Zu seiner Arbeit gehört es, die Fahrer über ihre Rechte innerhalb der EU aufzuklären. Bei vertraulichen Gesprächen berichten osteuropäische Fahrer von kriminellen Manipulationen am Fahrzeug. Dass Mosjösch damit den AdBlue-Skandal aufdecken würde, ahnt er nicht. AdBlue ist ein flüssiger Zusatzstoff, der die Dieselabgase reinigt. Moderne Motoren spritzen AdBlue deshalb in die Auspuffanlage ein, so will es der Gesetzgeber. Doch AdBlue kostet Geld und kriminelle Speditionen haben einen Weg gefunden, die Fahrzeugelektronik auszutricksen. Die Lkw fahren ohne AdBlue, aber mit bis zu 15 mal giftigeren Abgasen. Im Internet wird Mosjösch fündig. Anbieter verkaufen elektronische Steuerelemente, die dem Lkw nur vorgaukeln, er fahre legal mit AdBlue. Wir sind hier bei eBay Polen. Volltreffer. Genau diese Elektronik steht tausendfach zum Verkauf. Präziser, eine Software genannt AdBlue Killer umgeht die Bordelektronik des Lkw. So muss der Fahrer den Zusatzstoff nicht kaufen. Noch perfider, AdBlue Killer sind im Verkehr nicht feststellbar. Man findet sogar bei YouTube Einbauanleitungen für AdBlue-Emulatoren. Also Firmen blenden sogar eine Servicenummer ein. Das heißt, hier steckt also auch wirklich eine Industrie dahinter, die von der Produktion bis zur Dienstleistung eine geschlossene Wertschöpfungskette darstellt. In Rumänien will Andreas Mosjösch herausfinden, wie weit die Betrügereien gehen. Er will wissen, wie verbreitet die AdBlue-Killer-Software ist. In Bukarest gibt sich Mosjösch als Spediteur aus und sucht per Kleinanzeige Geschäftspartner. Nach kurzer Zeit erhält er schriftliche Angebote, seine Lkw illegal aufrüsten zu lassen. Wieder Volltreffer. Das höfliche Angebot bietet neben einem illegal manipulierten Tacho für 500 Euro auch an, die illegale AdBlue-Killer-Software zu liefern. Pauschalpreis dafür 300 Euro. Mosjösch ruft bei dem Verkäufer an. Ja, hallo, Frank hier. Das mit dem AdBlue, dass man das AdBlue zurücksetzt, machen das viele in Rumänien, oder? Ja, das sind viele, viele, viele LKWs. Viele? Von allen LKWs, die in Europa fahren, fahren 70% ohne AdBlue. Also du sagst 70% der LKW? Ja, 70% der rumänischen Kennzeichen, die in Europa fahren. Aha. Die fahren immer ohne AdBlue. Der Mann, den du mir schickst, der kann also das, der braucht keine Werkstatt oder kein großartiges Werkzeug, das hat der alles selber dabei? Ja, richtig. Der Mann bringt alle Teile, alles mit. Der kann es an einer Straße, auf einem Weg oder auf einem Autohof oder an einer Tankstelle einfach einbauen. Das ist kein Problem. Sicher ist, durch die Manipulation werden alleine in Deutschland mindestens 14.000 Tonnen Stickoxide mehr ausgestoßen und somit wesentlich mehr als im sogenannten VW-Skandal. Ein weiterer interessanter Aspekt ist aber auch, dass dem deutschen Staat einige 100 Millionen Gebühren aus der Autobahnmaut verloren gehen. Denn das deutsche Autobahnmautsystem sieht nämlich vor, dass umweltfreundliche Fahrzeuge deutlich günstiger auf der Autobahn fahren können als Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß. Das Problem: Bis heute gibt es keine Möglichkeit, AdBlue-Killer schnell und sicher nachzuweisen. Doch die Universität Heidelberg arbeitet genau daran. Dr. Dennis Pöhler hat ein Messgerät entwickelt,
das die Lösung sein könnte. Und es ist sogar mobil einsetzbar. Ich messe das CO2, also ich greife sozusagen einen Teil vom CO2 ab, ich greife einen Teil der Schadstoffe ab und kann immer über das Verhältnis von CO2 zu Schadstoffen wieder zurückrechnen, was ist eigentlich die Schadstoffemission des Fahrzeugs. Kamjun Pro beauftragt die Universität mit einer Messung. Erstmalig ermitteln Wissenschaftler den Schadstoffausstoß von Lkw im Normalbetrieb. Das Messfahrzeug besitzt ein Ansaugrohr, welches die Abgase zu den Messgeräten transportiert. Dr. Pöhler wählt sein Ziel aus, einen Euro 5 Lkw aus Polen. Das Messgerät schlägt aus. Wenn er ein bisschen Gas gibt, kriegt man sofort die Werte. Das ist super. Sehr viel NOx. NOx ist der Stickstoffgehalt, die Werte sind viel zu hoch, die Wissenschaftler sind misstrauisch. Faktor 8 scheint mir für 1,5 Euro auf jeden Fall sehr hoch zu sein. Bei einem LKW der Euro 5 Klasse dürften nicht einmal 20% von diesem Wert messbar sein. Man kann derzeit sagen, dass der Umweltschaden, den wir hier in Deutschland zu verzeichnen haben, aufgrund dieser AdBlue-Killer mit großer Wahrscheinlichkeit die Manipulationen in dem VW-Skandal und den Umweltschaden aus diesen Manipulationen deutlich übersteigen wird. Die Messungen im Auftrag des ZDF und der Organisation Kamjun Pro stellen fest, 20% aller Lkw aus Osteuropa sind dringend verdächtig, ihre Abgasanlage zu manipulieren. Der Umweltschaden betrifft ganz Europa. Alleine in Deutschland sind das 14.000 Tonnen Stickoxide pro Jahr, doch damit nicht genug. Die Täter betrügen die Bundesrepublik jährlich auch um 110 Millionen Euro Mautgebühren.